Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kollegen und alle Menschen im Stream und auf der Tribüne. Wir Piraten setzen uns dafür ein, dass jeder Mensch die medizinische Behandlung erhält, die er aufgrund seines Gesundheitszustands benötigt. Leider ist das in Nordrhein-Westfalen in manchen Bereichen der medizinischen Versorgung nicht immer der Fall. Egal, wem mal spricht, Fachleute aus dem IGIS-Institut, Fachleute des Instituts für Arbeit und Technik, Vertreter der Landesarbeitsgemeinschaft Neurorehabilitation und auch Patientenvertretern. Alle kommen zu dem gleichen Ergebnis. Die Versorgung von Patienten der Frühreha im Bereich der Phase B ist in Nordrhein-Westfalen nicht ausreichend. Man kann auch sagen, mangelhaft. Insbesondere bestehen sehr große Probleme beim Übergang von der Akutversorgung zur Rehabilitation. Meine Vorredner haben es zum Teil bereits sehr detailliert erläutert und anhand von Zahlen verdeutlicht. Ich möchte versuchen, etwas vom Abstrakten wegzukommen und konkret erläutern, worum es eigentlich geht. Also, was sind die Gründe für die Nichtversorgung? Was hat das Ministerium dagegen unternommen? Und wer leidet darunter? Die Gründe für die Nichtversorgung sind folgende. Erstens, die Krankenkassen versuchen alles, um diese äußerst teure Behandlungsart, wenn möglich, zu umgehen. Die Krankenhäuser setzen sich bei den Verhandlungen mit den Krankenkassen nicht durch und können die Behandlung deswegen nicht anbieten oder bleiben auf den Kosten sitzen. Drittens, das Ministerium könnte für Klarheit sorgen und genaue Bedarfe, die dann zu bezahlen wären, festlegen. Tut es aber nicht. Den letzten Punkt möchte ich noch etwas ausführen. Ja, der Ausschuss wurde aufgrund von intensiver Berichterstattung vor gut einem Jahr über das Problem informiert. Das Ministerium hat Teile des Problems angesprochen und angekündigt, dass es nach dessen Analyse den Ausschuss weiter informieren wird. Seitdem sind 15 Monate vergangen. Was ist passiert? Nichts. Frau Steffens, Sie haben nichts getan. Zumindest haben Sie uns nicht informiert. Was ist denn aus den Gesprächen mit dem MDK geworden? Und es hilft auch nichts, wenn Sie sagen, dass Sie ein super Geriatriekonzept vorgelegt haben, mit dem auch der Bedarf an Frühreha der Phase B abgedeckt sei. Denn an dieser Stelle sind wir bei der Frage, wer leidet darunter? Es ist richtig, dass die Einrichtung der Akutversorgung und der Reha-Versorgung, dass es Einrichtungen der Akutversorgung und der Reha-Versorgung gibt und dass die Finanzierungen unterschiedlich sind. Aber wenn Sie sagen, es sei damit getan, geriatrische Frühreha im Gegensatz zur neurologischen, chirurgischen Frühreha auszuweisen, dann leiden die Patienten darunter. Bei der geriatrischen Frühreha kann es sein, dass ein Neurologe vorgehalten werden muss. Es kann aber auch sein, dass ein Kardiologe vorgehalten werden muss. Jetzt muss ich Ihnen den Unterschied zwischen Neurologie und Kardiologie hoffentlich nicht erklären. Es ist nicht immer von Nachteil, auch mal Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu treffen. Aber bei medizinischen, hochkomplexen Eingriffen würde ich doch die leitorientierte Behandlungsart bevorzugen. Meine Damen und Herren, was sind jetzt die Folgen dieser unbefriedigenden Situation? Wie ich bereits ausgeführt habe, ist die Hauptursache für das Problem die Finanzierung bzw. die Durchsetzungskraft der Krankenkassen. Es ist nachvollziehbar, dass die Krankenkassen die Behandlung nicht bezahlen möchten. Denn im Ernstfall, sprich wenn der Patient pflegebedürftig wird, übernimmt die Pflegekasse. Die Krankenkassen entlasten die Pflegekassen eben nicht freiwillig. Dafür muss es einen Rahmen bzw. einen ausgewiesenen Bedarf geben. Daher ist das Anliegen des vorliegenden Antrags richtig. Wir unterstützen auch die Forderung nach einer Fachplanung für den Bereich Frühreha Phase B, damit alle Patienten die Behandlung erhalten, die sie aufgrund ihres Gesundheitszustands benötigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wegner. Für die Landesregierung spricht Frau Minister.